Ja, liebe Freunde, und da sind wir wieder zurück mit Ragnar Iverson. Wir wollen ja eigentlich die Bürsten finden, da wir das aber wahrscheinlich nicht werden, werden wir jetzt einmal versuchen, hier rüber zu kommen nach England und dieses Lagaine anzugreifen. Da wir aber keine eigenen Schiffe haben und wahrscheinlich auch immer noch keine kaufen können. Nein, ein 11-Mann-Schiff bringt uns nicht viel. Müssen wir mal gucken, ob wir transportiert werden können. Ja, wir möchten in eine andere Stadt reisen. Okay. 1500 für Edinburgh. Nein, 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 wir wollten reisen. Ja gut, das ist billiger. Auf jeden Fall schon mal. Okay, das war auf jeden Fall teurer. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach den hier. 1400 Pfennige weniger. Die müssen wir uns unbedingt wiederholen. Ach ja. Sind wir auf dem Meere unterwegs? Und wir sind angekommen. Ah, die belagern das hier gerade, okay. Wir könnten jetzt hier den Teer verkaufen. Können wir vielleicht unsere Gefangenen auch verkaufen? Nein, sieht nicht so aus. Ja, aber die eure Rekruten wollen wir gar nicht haben. So, und jetzt müssen wir hier rüberkommen. Das heißt, wir müssen zu einem anderen Hafen. Das geht hier rüber. Und dann müssen wir nach Dublin segeln lassen. Wir sollten irgendetwas tun, um die Stimmung unserer Männer zu heben. Die Frage ist nur was. Vielleicht laufen uns ja freundlicherweise irgendwelche Banditen über den Weg. Ne, das sind leider Menschenjäger. Aber wir können unsere Gefangenen hier verkaufen. Jetzt wäre es natürlich super, wenn wir irgendwie an Geld kommen würden. So, Heiden sind hier nicht willkommen. Naja. Heil, in eine andere Stadt. Ja, wir wollen nach Dublin. 1000 Pfennige. Naja, gut. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir werden ja allerdings mal 2 Tage länger hier bleiben, um ein bisschen Geld zu bekommen. Ein nordischer Freier hat den Trupp verlassen. Das will ich sehen, wie er das gemacht hat. Ist er einfach über Bord gesprungen, weggeschwommen, oder? Ein nordischer Freier ist bereit, dir zu folgen. Ach, das hier sind auch Heiden, okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal das Kloster hier rüber plündern. Hier sind scheinbar auch Heiden. Das hier werden aber keine Heiden sein. Das sind bestimmt Christen. Plündere das Kloster. Und auf geht's, Männer. Vielleicht können wir eure Moral dadurch erhöhen. Wir nehmen mal unseren Knüppel, dann können wir vielleicht den ein oder anderen Mönch gefangen nehmen. Na, ich sagte den Knüppel. Freie Waffenwahl oder was? So, einer ist ja desertiert, der Arme wird jetzt leider nicht reich werden.
Aber das ist sein Problem. Also hoffen wir mal, dass wir reich werden. Wir können unsere Skills auch nicht mehr erhöhen, also einfach das Beste hoffen. Oh Mann, ist dieser Knüppel effektiv. Ich weiß nicht, ob das so effektiv ist. Die meisten scheinen zu sterben. Ja, ist jetzt die Frage. Naja, drei Mönche könnten wir gefangen nehmen. Okay, unsere Beute fällt jetzt auch nicht so üppig aus. Und noch 280 Heiden, Pfennige. Und da die meisten unserer Männer Heiden sind, finden sie das auch gut. Na, das ist doch schön. So, dann müssen wir jetzt einmal dieses Dorf hier angreifen. Das wird ja schließlich von uns verlangt. Wir haben sehr wenige Männer, das macht mir Sorgen. Sind das so viele Bauern? Scheinbar schon. Na dann, Männer, zum Angriff. Wir haben eine ernsthafte Verletzung erlitten. Minus 1 Beweglichkeit. Wir müssen also einen Arzt aufsuchen. Wir müssen jetzt also auf schnellstem Wege einen Arzt aussuchen und jetzt ist auch noch unsere Waffe kaputt. Und sowas ist dann natürlich immer sehr ärgerlich. Oh Gott. Jetzt hier gleich drei Gegner. Aber da kommt auch schon Verstärkung. Wobei das eigentlich kein gutes Zeichen ist. Das heißt eigentlich nur, dass unsere Leute überrannt wurden. Echt unsere erste Waffe kaputt gemacht. Und seinen Kopf haben wir abgehauen. Da sind noch immer zu viele Bauern. Und da flog der nächste Pop weg. Wir haben tatsächlich fast gewonnen. Und wir haben gewonnen. Aber ich vermute, wir hatten einige Verluste. Was wahrscheinlich eher nicht so positiv ist. So, 6 Tote, das ist natürlich eher nicht so positiv.
Okay, wir dürfen jetzt nicht mehr rekrutieren. Und wir kriegen jetzt hier aber immerhin etwas mehr Beute. Und das Vieh hier können wir noch mitnehmen. Und dann sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt hier zwischen den großen Städten zurück, wo wir hier überall da irgendwie... Ja, wir sind verwundet. Wir müssen es mal irgendwie darüber schaffen. Wo sind unsere Kühe hin, da? Wir müssen jetzt halt vorsichtig sein, damit wir hier nicht voll in so einen Fürsten reinrennen. Wo sind unsere Kühe? Da sind unsere Kühe. Und dann hier einmal nach Kial Kaining. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. So, dann schlachten wir mal noch mal ein paar von unserem Vieh. Ah, das können wir gar nicht mehr mitnehmen. Das ist... Das war dann jetzt unnötig geschlachtet. Das ist natürlich traurig. Ja, wir schmeißen das Brot hier einfach raus, weil das Rindfleisch ist mehr wert. So, schlendert durch die Straßen. Heiden sind hier nicht willkommen. Wir kommen natürlich ausgerechnet in der Nacht. Naja. Das ist der Meier. Ein Waffenschmied, ein Rüstmeister und ein Medikus. Hier, ich möchte, dass du dich um meine Wunden kümmerst. Für 150 macht sie das. Das ist wundervoll. Bitteschön. So, ich finde deine Ausrüstung gut. Ich brauche etwas Besonderes. An 600 Ansehen, da kriegen wir besondere Ausrüstung. Wir können unsere Ausrüstung auch verfeinern, aber wir wollen erstmal schauen, was er so für uns hat. Beziehungsweise, was wir so Schönes für ihn haben. Ne, die Würste, die frischen Würste wollen wir behalten. Dann den frischen Honig auch. Das hier kann aber weg, das hier. Das Dörrfleisch können wir auch behalten. Das wird auch nicht schlecht. Dann hier die Früchte einmal noch. Den Käse. Das Bier können wir verkaufen, genau wie den Honig und das Salz. Und dann wollen wir die Butter hier noch behalten. Und ich denke, das war's dann. So, dann schauen wir mal nach einer schönen Rüstung. Okay, hier kriegen wir keine schöne Rüstung her. Dann wollen wir dir nicht so viel Geld geben. Gehabt euch wohl. So, dann einmal zum Waffenschmied. Hier, für dich haben wir auch ganz viel Zeug. Ne, jetzt stopp, das Holz behalten wir. Das sammeln wir schon mal für unser Schiff. Und dann brauchen wir jetzt neue Waffen. Ach ne, der Speer ist jetzt gesprungen. Hier, den schweren Knüppel können wir auch verkaufen. Der war jetzt nicht so die sinnvollste Investition. Freuen wir uns dafür Wurfsperre. Und Schwerter haben die ja auch nicht. Nein, haben die nicht. Na gut, ich möchte unseren Speer verfeinern. 138, na klar, das können wir machen. Können wir den nochmal auf 200, können wir den verstärken. Dein Heavy Speer ist eben, ich denke, ausgewogen für nochmal 400, okay. Und du kannst nichts mehr machen. Bei unserem Beil für 95, na aber klar doch. Für 195 zu abgebrochen. Für 111 nochmal, das ist okay. Und das war's. Den Schild.
151 kannst du ihn besser machen. Machen wir 226. Okay. Und die Bauchsperre, die kann er auch besser machen. So, hat sich das dann jetzt schon gelohnt? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall alles besser geworden. Dann wollen wir mal unsere Rüstung noch verfeinern. Für 600. Ja, okay. Für 400. Nochmal 300. Nein, ich verdrück mich immer. Wenn er einen Balken mehr hat. Nochmal 400. Der ist echt teuer hier, der Gamasan. Die Schuhe können wir noch verbessern für 49, ja. Nochmal 57 und nochmal. Und nochmal 600 für den Helm. Gut, wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? 1400. Aber es hat sich, denke ich, gelohnt. Wir haben jetzt auf jeden Fall bessere Ausrüstung. Gehen wir mal in die Metalle. So. Mehr muss ich nicht wissen. Ich habe drei Mönche für dich. Mensch, ganze 15 Gold bringen die uns. Ah, nee, wollen wir nicht. Wer bist du? Gott, du bist mittendrin. Hier ist der Untergang aller Waliser. Ja, erzähl mal. Du bist ein sächsischer Krieger. Du hast gegen die Waliser und die Winkel gekämpft. Das Schicksal von Wessex ist England zu regieren. Das ist ihre Arroganz und der Hass unserer Nachbarn, die nicht nach Niemann. Ja. Wenn ich einen stolzen, fähigen Krieger finde, würde ich in seinem Schutzball dienen. Ich brauche Kämpfer. Gut, dann er lässt uns die Möglichkeit, unseren Mut zu beweisen. Du wirst es nicht bereuen, mich aufgenommen zu haben. Ja, er ist ein verdammter guter Kämpfer. Und ich habe wahrscheinlich mehr Rekruten ausgebildet, als nur ein warmes Abendessen gelassen hat. Guter Mann, aber Vorsicht, du wirst keinen Briten in meinem Schildwall niedermachen. Das sind gute Nachrichten, aber ich muss noch nach einer letzten Sache fragen, Kriegsherr. Ich habe eine Frau hier in Kelkanin, eine glückliche Witwe, also eine Nutte, eine Prostituierte, und sie sagt, sie hat mein Kind in ihrem Bauch. Ja, hier 200 Pfennige, und dann schließt sich uns doch bitte an. So, vier irische Milizen schließen sich hier uns noch an. Und dann wollen wir einmal nach Kaisel reisen. Wir müssen aber mal auf die Kühe warten, die sind extrem langsam. Ne, wir müssen die ja schlachten. Okay, wir haben Geld verloren. So, wir wollen gleich alle sechs schlachten. Und dann gehen wir die einmal verkaufen. Naja, sind immer noch mal 1000 Pfennige. Wir haben die auf jeden Fall gut überrascht, die Christen. Ja, recht überlegen, ob wir die anderen Klöster hier jetzt noch anfangen wieder zu brennen. Mystischer Kreis. Ja, machen wir mal das Kloster hier noch kaputt. Man spricht jetzt nichts dagegen. Doch, da hat die Wikinger. Meine Klingen werde ich euch spüren lassen. Ihr elenden Bastarde. Los, Stellung beziehen. Männer. Diese acht Wikinger denken, sie hätten eine Chance gegen uns. Lassen wir sie bluten. Ja, wissen wir. Wir wissen, dass wir unseren Männern damit Befehle geben können.
mit F1, F2. So, dann wollen wir jetzt mal nur die Infanterie haben. Ich hoffe, wir haben das schon umgemodelt. Ja, haben wir, ein Glück. So, dann greift bitte einmal alle an. Ich würde sagen, das sind schwedische Wikinger. Aber er ist jetzt auf jeden Fall tot. Erwischt. Ja gut, wir haben zwei Männer verloren, genau, schwedische Elite-Wikinger. Wir können hier Bauern befreien und sogar einen Wikinger gefangen nehmen, zwei Stück sogar. So, dann wollen wir hier einen Bogenschützen draus machen und aus dir wollen wir einen nordischen Gefährten machen. So, die irischen Arbeiter werden jetzt Teil der Infanterie und ihr werdet Teil der Bogenschützen. Wir teilen die Beute natürlich. Und diese hochwertigen Wickelstiefel wollen wir haben. Und diesen wundervollen Speer wollen wir auch haben. Den kriegt jetzt nämlich einmal unser Kerl Wien. Du hast sogar schon einen Speer. Okay. Aber wir hätten die Tunika mitnehmen können, na gut. Ist natürlich schade, dass das hier geplündert wurde. Das ist weniger Beute für uns auf jeden Fall. Ich meine, nach einer Weile regeneriert sich das immer, aber dauert halt immer eine Weile. So, dann plündern wir dieses Kloster doch auch einmal aus. Seid ihr bereit, Männer? Dann auf zum Angriff. Wir haben jetzt zwar auch den einen oder anderen Christen, aber meine Güte, die sollen das nicht so haben. Rummeckern können sie und dann aber schön auch von der Beute mitkassieren. Der war nicht so gut geworfen. Aber der. So, und wir können ein Level absteigen. Nehmen wir mal einen Plünder-Skill. Oder sogar zwei gleich. Und hoffentlich kriegen wir dann mehr Beute diesmal. So, zwei Mönche für uns. Und wieder eine Menge Beute. Geht eigentlich ein, gut, diesmal immer in 500. So, unser Ruf mit den Christen hat sich verschlechtert. Okay, die können uns jetzt nicht mehr leiden. Ich will mal diesen mystischen Steinkreis hier besuchen eigentlich. Hab aber ein bisschen Angst, dass da irgendwie sowas ist. Was wir nicht überleben. Was natürlich sehr ärgerlich wäre. Und ich denke, wir wollen nicht schon wieder so Stress mit dem Dorf anfangen. Oder ist das so einer von diesen feindlichen Lords? Die würden das wahrscheinlich nicht allzu gerne sehen, wenn wir das machen.
Da ist aber noch ein Kloster. Ich würde sagen, plündern wir das doch auch einfach gleich. Und ein wenigstens getroffen. Oh, das war nicht so gut. Wir hätten den Speer schon wieder automatisch ausgerüstet, na gut. Und da haben wir auch den letzten erwischt. 8 Männchen nehmen wir diesmal gefangen. Und wir haben wieder Beute gemacht. So, die aufgebrauchte Nahrung weg und dafür die frische Nahrung rein. Und wir kriegen weiteres Gold. So, da die uns noch leiden können, gehen wir da gleich mal hin, um ein paar von unseren Sachen zu verkaufen. Okay, 3600 hat er nicht. Aber 3000 nehmen wir die. Und dann nochmal 2000. Und dann wollen wir einmal zurücksegeln, oder? Wollen wir schon zurücksegeln? Eigentlich ja nicht. Naja, wir könnten das Kloster hier noch niederbrennen. Und dann das. Und dann das. Das wäre die spannende Frage der Fragen. Ich hätte eher eine Mission für uns. Ja gut, naja, Postbote wollten wir jetzt eher nicht spielen. So, ein Schiff von 39 Mannen. Kostet allerdings 20.000 Pfennige. Also wir würden da ja sogar raufpassen mit den Männern, die wir momentan haben. Aber wie kommen wir an 20.000 Pfennige? Das ist ja die eher spannende Frage. Ja gut, wir gehen mal hier rüber. Da müssen wir wohl weiter versuchen, Klöster zu plündern. Denn ich denke, so eine ganze Siedlung werden wir nicht schaffen. Wir können auch theoretisch nochmal so ein Dorf angreifen, die Gefahr ist halt nur, von einem feindlichen Lord erwischt zu werden. Und ich denke, das würden wir tatsächlich nicht überleben.
Oder dann halt in Gefangenschaft geraten und da hätten wir dann auch nicht viel gekonnt. Hey, nicht einmal getroffen oder wie? Es nervt ja schon ein bisschen, dass ihr hier so wegrennen müsst. Ich würde sagen, wir plündern dann ab jetzt in Irland und versuchen uns in England dann vielleicht sogar unser eigenes Königreich aufzubauen. Ich würde sagen, Irland ist jetzt unsere Plünderfläche. Aber wir brauchen doch einfach irgendein Land, wo wir plündern können. Okay, die können wir nicht mitnehmen, aber wir können wieder ein bisschen Beute mitnehmen. Ja, 490. Kommen wir dafür aber. Ich frage mich ja immer echt, ob sich das überhaupt lohnt. Also man könnte schon ein bisschen mehr Beute erwarten, so auf Plünderskill Level 5. Stellen wir mal Vieh. Irischer Arbeiter, irischer Leibeigener, irischer Kleriker. Oh, eigentlich hätte ich ja jetzt schon fast Bock, den anzugreifen. Ne? Aber ich denke, wir fordern unser Glück lieber nicht heraus. Den können wir auch nicht mehr. Doch, den können wir noch. Eine deiner Verletzungen ist geheilt. Mensch, das ist ja toll. So, wir müssen ja nämlich unsere Kühe mitnehmen. Sonst können wir die wieder nicht verkaufen. So, auf zum Marktplatz. Nee, ihr habt kein Geld. Das hätte ich belastend. Aber er hat Geld und der Warenhändler müsste auch noch Geld haben. Wir müssen jetzt unser Holz haben. Mist, jetzt haben wir das Holz aus Versehen verkauft. So, mehr muss ich nicht wissen. Ich möchte alle Gefangenen verkaufen, die ich habe. 311 Pfennige kriegen wir dafür. So, dann können wir hier noch einmal Vieh schlachten. Und dann gibt es gleich Rindfleischüberschuss und Tamir. Ne, mit dem wollte ich eigentlich gar nicht reden. Ja, wir wollten den Preis mal drücken. Zwischen bei 100, 90, 80. 74 war das letzte. Na gut, dann einmal nach Dublin. Und dann wollen wir hier auch nochmal schlachten. Und dann auf nach Dublin. Da sind wir nur noch bei 97. Ne, wir haben ja keine Gefangenen mehr. Gut, naja gut, jetzt haben wir schon mal 14.000 zusammen. Dann hier wäre noch ein Kloster.
abtrünnige Kriegergruppe. Doch eigentlich, um so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, bin ich ja echt am Überlegen, ob wir das vielleicht machen. Weil wir müssen eh gerade in die Richtung, in die die laufen. Ja gut. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Jetzt kriegen wir Unterstützung von den ganzen Iren. Und da kommen sie auch schon, also beziehungsweise es geht ja schon eine Weile los. Hat das denn auch einen Iren? Also stand ja da, aber ich dachte, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus. Da hinten ist der Anführer der Feinde, würde ich sagen. Nee. Das ist unser befreundeter Earl. Okay, er hat 6 Tote, aber dafür die Wikinger auch besiegt. Einen piktischen Priester und eine Bauersfrau kriegen wir. Obwohl wir den Priester eigentlich jetzt eher nicht so brauchen. Nee, den Priester wollen wir nicht unbedingt haben. Ja, hier die Beute könnt ihr haben, Männer. Und dann suchen wir jetzt das Kloster, das war da oben. Na dann, auf geht's. Tötet das Kloster, Männer. Also nein, nicht das Kloster, nur die Menschen. In dem Kloster. Wie kann er denn den Wurfspeer überleben? Ja, Glück gehabt, würde ich sagen. Mann und Bein nicht im Körper. Und da ist unser Sieg. Okay, 5 Mönche nehmen wir gefangen. Und wir erbeuten wieder einiges an Waren. So, eine Menge Geld kriegen wir diesmal auch. Okay, die Gelben, die hassen uns jetzt. Ja, wir könnten jetzt... Nein, wir gehen erstmal die Beute verkaufen. Ein Gesetzlosenlager. Heiden sind hier nicht willkommen. Aber warum nur, weil wir Heiden eure christlichen Klöster niederbrennen? Oder was ist das Problem? Ich denke, wir verkaufen auch mal den Teer. Vielleicht gibt es hier noch schöne Schiffe. Elfmann. Ne, wir wollen kein Elfmann-Schiff. Ja, jetzt haben wir schon wieder 400 Denare verloren. Ja, sowas ist eigentlich auch eine gute Beute, aber da besteht halt auch die Chance, dass da eine Menge Leute drauf gehen.
Aber das haben wir doch gerade geplündert gehabt, oder? Ja, wir greifen dieses Lager einfach an. Verkaufe Beute an die Banditen. Das würde auch gehen, cool. Na dann probieren wir doch unser Glück mal. Das ist wahrscheinlich, weil wir jetzt selber ein Gesetzloser quasi geworden sind. Finde ich aber tatsächlich gut. Wir könnten ja auch diese gesetzlosen Trupps hier rekrutieren, statt sie anzugreifen. Finde ich echt gut gemacht, weil damit hätte man jetzt auch die Möglichkeit, selber Gesetzloser zu sein. Was wir ja quasi sind. Man könnte halt quasi von Anfang an wirklich diesen gesetzlosen Weg einschlagen. Könnte man jetzt in dem Original Mountain Blade theoretisch auch. Praktisch hätte man da dann aber einfach den entscheidenden Nachteil, dass man früher oder später an einen Punkt kommen würde, wo man dann einfach niemanden mehr hat, an dem man seine Handelswaren verkaufen kann. Und das macht das Ganze dann auch ganz schön schwierig. Und so könnte man dann tatsächlich, wenn man sich mit allen verscherzt hat, dennoch noch bei den Banditen seine Waren verkaufen. Oh Gott. Da haben wir vollen Wurfspeer abbekommen. Wenn wir eben keinen Schaden machen, ne? Leider, Männer, viel Glück, wir kommen eh nicht hinterher. Wir sind zu schwer dafür. Sehr traurig. Und da haben wir dann gewonnen. Ich vermute mal, er ist entkommen. Genau, drei versprengt. Wir haben vier Tote zu beklagen. Das ist natürlich nicht so toll. Ein Mönch weniger und dafür den Banditenanführer. Wir können aber einen Speerträger befördern. So, ein neuer Schild für unseren Dude. Eine irische Axt für unseren Dude. Eine irische Tunika, die besser ist als seine. Ja, nehmen wir hier mal noch ein bisschen Loot einfach mit. Und den Rest kriegen unsere Männer. Und dich wollen wir zu einem Freien befördern. Und du kriegst Ausrüstung, nämlich einmal ein Schild. Dann diese wundervolle irische Axt. Und dann diese Tunika. So, und jetzt können wir unsere Beute hier gleich an die Banditen verkaufen. Wir greifen das Lager, denke ich, doch nicht an. Ich denke, wir werden tatsächlich diese Stadt hier angreifen. Gucken vorher mal nach, ob der Alert hier gerade ist. Nein, ist er nicht. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Wenn kein Lord in der Nähe ist, besteht die Chance, dass wir das schaffen. So, dann würde ich sagen, alle Mann mir nach. Wir haben unserem Freund ja auch nur versprochen, er muss keinen Engländer töten. Und ich würde sagen, wir halten unser Versprechen. Das sind keine Engländer, das sind Iren. Er hat ja auch nichts dagegen, Valenser zu töten. Und ein Waliser ist wohl eher ein Engländer als ein Ire.
Oh nein, du hast eine ernsthafte Verletzung erlitten. Vor allem wieder durch so einen Speer von so einem Bauern, ne? Wie neue Feinde sind eingetroffen. Ich nehme mal hier den Wurfspeer. Ja, noch mehr Wurfspeere. Day ernst sein. Sind hier noch mehr Speere? Jetzt scheint es schlecht auszusehen. Oh Gott, die kommen ja echt durch unsere Rüstung durch mit den Steinchen. Ich dachte, das schaffen die nicht. Dieses Dorf kostet uns wahrscheinlich etliche Männer. Haben wir echt gewonnen, aber ich glaube, es leben nur noch so 5. Naja, wir haben 4 Tote. Ja, es war nicht gut, dass wir so ein Blutbad hatten. Ja, wir sind verwundet, auch das ist uns bewusst. Okay, wir sollten abhauen, 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 abhauen. Okay, es interessiert ihn nicht, dass wir da das Dorf plündern. Na gut, nett von ihm. Dann würde ich sagen, nehmen wir diese Beute doch einmal mit und verziehen uns ganz schnell. Hier die Viehherde können wir noch mitnehmen. Ja, okay, das findet er auch nicht gut, dass wir Dorfler überfallen. Pfennige, da kann man sich doch, denke ich, nicht beschweren. Und da kommt unser Vieh. So, verkaufen wir hier gleich mal das Rindvieh. Und da bleibt der gleich sogar, der Preis hier sogar gleich bei 104, das ist gut. Dann verkaufen wir gar nichts in der Stadt. Dann verkaufen wir alles hier. Wir könnten die auch mitnehmen für unser eigenes Dorf und dem das schenken. Da wir aber kein eigenes Dorf haben, ist das, denke ich, relativ sinnlos. Gut, dann wollen wir jetzt zurück nach Britannien. Weil wir haben auch hauptsächlich nur die Christen überlebt, ne? Naja. Da wissen wir ja, wer auf jeden Fall kämpft und wer eher nicht so. So, wir wollen gar nicht über die Gefangenen wissen, wo sie hinkommen und was du mit ihnen so tust. Da ist Geld für dich. Freu dich drüber. Hier waren immer noch nur diese kleinen doofen Schiffe. Schade. Also müssen wir jetzt einmal hier hoch. Nein, nein, bitte hier rum. Banditenanführer. Ah, das ist natürlich jetzt nicht gut. Wir hätten in der Stadt noch warten sollen, bis wir uns ein bisschen geheilt haben. Den Kampf könnten wir tatsächlich verlieren. Aber wir schaffen das.
Dann haben wir jetzt ja auch theoretisch genug Geld zusammen, um uns so ein großes 39-Mann-Schiff zu kaufen. Das sollte für unsere Zwecke ja erst einmal vollkommen reichen. Da kommen sie auch schon. Na dann. Ich hoffe, ihr kämpft auch tapfer mit. Weil es ist auch euer Tod, sollten wir jetzt hier verlieren. Ich hoffe, das ist euch einbewusst. Es ist zum Glück eine nordischen Menschen, also Wikinger. Ich denke, das wäre sogar noch mal ein Stück verheerender gewesen. Ja, jetzt rennen die echt schon weg. In seinen Kopf. Ich sage, damit hat er nicht gerechnet. Oh mein Gott, warum dreht er sich denn in so einem komischen Winkel? Was ist denn mit ihm? Oh nein, das war ein befreundeter Soldat. Okay, der Banditenanführer war ganz schön böse. Ich wette, dadurch haben wir jetzt wieder einige Verluste eingefahren. Ja, zwei Tote. Okay, weitere irische Waffen. Nehmen wir einen nordischen Freien mit. Ja, das ist jetzt natürlich uncool, dass wir so schwach sind. Vielleicht können wir hier noch ein paar Männer mitnehmen. Können wir nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Weil wenn die uns erwischen, könnte das echt böse für uns werden. Dann warten wir einfach, bis die abgezogen sind. Und dann gehen wir jetzt hier rum zu diesem Bauernhof. Aber wir müssen ja eigentlich hier über die Brücke. Und dann wollen wir hier einmal in diese große Stadt reisen. Zum Stadtmittelpunkt. So, wir brauchen wieder euren Medikus. Diesmal ist das aber ein anderer, oder? Wir waren hier scheinbar noch nicht. Na ja, gut. Aber wir haben hier was für dich. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mit bei diesem Wettstreit. Und dann wollen wir einmal zurück segeln in unsere Heimat.
Wir können uns ja dann auch, wie gesagt, ein Schiff kaufen, dann wollen wir halt zurücsegeln in unsere Heimat und dann ein paar neue Männerkriege für unsere Armee ausrüsten und vielleicht können wir dann noch eine weitere Plündertour nach Irland starten. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, lasst mir ein Like, ein Abo und einen Kommentar und bis dahin macht's gut, ciao ciao.